Wir haben jetzt bei uns Peter Altmaier. Sie sind Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Was für einen Eindruck hatten Sie denn jetzt von diesem Festumzug, den Sie gerade gesehen haben? Es war ein sehr lebendiger Festumzug. Man hat gesehen, dass die Siebenbürger Sachsen eben nicht nur aus Älteren bestehen, die die Tradition pflegen, sondern auch ganz viele Jüngere dabei waren. Und das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich glaube, dass diese Tradition lebendig bleibt und weitergegeben wird, auch wenn die vielleicht nicht mehr aktiv sind, die in den 70er, 80er Jahren dann die Reise nach Deutschland angetreten sind. Es ist ein Teil der deutschen Kultur, so wie die westfälische Kultur, die sächsische Kultur, die schleswig-holsteinische Kultur. Und das bedeutet, dass es Menschen gibt, die sich auch noch in 100 Jahren von heute aus an das erinnern werden, was ihre Vorfahren, ihre Großväter, Urgroßväter mitgebracht haben, als sie aus Rumänien wieder nach Deutschland gekommen sind, in ihre deutsche Heimat. Ich habe diese prächtigen Gürtel gesehen, die die Frauen tragen, die sie niemals verkaufen würden, weil es Teil ihrer Familientradition ist. Ich habe die Kirchenpelze der Männer gesehen, die im Sommer ganz bestimmt nicht immer nur angenehm waren. Und das alles ist wunderschön, weil es Identität gibt, weil es Heimat ist für uns alle. Und deshalb wünsche ich mir, dass es viele junge Menschen gibt, die sich auch weiterhin bei den Siebenbürger Sachsen engagieren. Bernd Fabricius, unser Verbandspräsident, hat in seiner Rede soeben die Empathie für die heutigen Flüchtlinge, aber auch eine Differenzierung zwischen uns, den deutschen Vertriebenen, und den Migranten gefordert. Welche Rolle spielen die deutschen Heimatvertriebenen nach Ihrer Ansicht bei der Bewältigung der heutigen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen? Zunächst einmal ist es in der Tat so, dass die Siebenbürger Sachsen ja in ihre Heimat zurückgekehrt sind, so wie die Vertriebenen aus Ostpreußen, aus dem Sudetenland nach Deutschland gegangen sind, nachdem ihre Wohnregion nicht mehr Teil von Deutschland war. Die Menschen, die jetzt zu uns kommen, haben keine kulturellen Beziehungen an Deutschland, aber sie haben Schlimmes erlebt, so wie viele Heimatvertriebene, viele Auswanderer Schlimmes erlebt haben, weil sie vor Gewalt, vor Terror, vor Unterdrückung, vor ökonomischer Aussichtslosigkeit geflohen sind. Und deshalb sagen wir, weil Deutschland stark ist, helfen wir diesen Menschen, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, die deutsche Sprache zu erlernen, indem wir ihnen die Möglichkeit bieten, hier in Deutschland einen Beruf auszuüben. Und ich glaube, dass diejenigen, die selber so viel Leid erlebt haben, auch gerne bereit sind, anderen zu helfen. Und wir tun das, weil wir eine starke deutsche Identität haben. Und wir glauben, dass diese deutsche Identität, die die Siebenbürger Sachsen über 800 Jahre bewahrt haben, dass diese Identität stark genug ist, um auch Menschen zu integrieren, die in ihrem ganzen Leben noch nie eine Bindung zu Deutschland hatten, aber jetzt bereit sind, hier eine neue Heimat zu suchen. Und wir wollen ihnen ermöglichen, sie auch zu finden, wenn sie ihrerseits bereit sind, die Gesetze dieses Landes, die Kultur dieses Landes zu akzeptieren und sich zu eigen zu machen. Herr Altmaier, die Bundesregierung hat eine neue Kulturkonzeption verabschiedet. Sehen Sie diese Maßnahme als Zeichen der Wertschätzung für die deutschen Heimatvertriebenen und deutschen Aussiedler an? Wir haben nach der deutschen Einheit festgestellt, dass viele Konflikte, die es in den 60er und 70er Jahren noch gab, über die Frage etwa der deutschen Ostgebiete an Bedeutung verloren haben, weil Europa und Deutschland jetzt ihre endgültige Figur und Gestalt gefunden haben. Und das bedeutet, dass wir das Augenmerk richten auf die Pflege unserer Identität, auf die Pflege unserer Wurzeln. Und da gehören eben auch alle diejenigen Deutschen mit dazu, die hier aufgewachsen sind, aber aus anderen Regionen stammen, aus anderen Ländern stammen, wo sie jahrhundertelang gelebt haben. Das ist inzwischen, Gott sei Dank, parteipolitisch über alle Grenzen hinweg unbestritten. Und deshalb war es auch möglich, in dieser Konzeption starke Akzente zu setzen. Wir haben mit der Einrichtung einer Stiftung, mit der Einrichtung vieler neuer Institutionen, mit der institutionellen Förderung von kultureller Arbeit, mit der Förderung von Deutschunterricht in anderen Ländern gezeigt, dass wir dieses Erbe lebendig erhalten wollen. Und die Siebenbürger Sachsen sind dafür ganz unerlässlich, weil sie kennen beides. Sie kennen Deutschland,
und ihre Eltern und Großeltern kennen immer noch Rumänien. Und das wollen wir nutzen, um dauerhaft auch Freundschaften aufzubauen zu den Siebenbürger Sachsen, die heute noch in Rumänien leben, und auch darüber hinaus zu vielen in Rumänien selbst, die ihre deutschen Mitbürger heute verehren und einen hohen Respekt vor ihrer Leistung haben und sich wünschen, dass auch die Siebenbürger Sachsen, egal ob sie in Deutschland oder in Siebenbürgen leben, mit dazu beitragen, dass Rumänien eine gute Zukunft hat. Ich habe noch eine ganz kurze letzte Frage. Sie sind ein sehr aktiver Nutzer von Facebook, Twitter und Co. Posten da immer sehr viel. Können wir heute auch einen Post von Ihnen erwarten zu diesem Heimattag? Also, ich sitze nachher 3 Stunden im Auto. Ach ja, dann haben Sie bestimmt Ich kann es Ihnen nicht versprechen, aber am besten Sie fangen mal an zu posten und dann twittern Sie mich an, am besten auf Twitter. Und dann werde ich das, was ich hier gesagt habe, ganz kurz auf 120 Zeichen, 140 Zeichen, dann auf Twitter auch entgegnen. Vielen Dank, Herr Altmaier, für dieses Interview. Dankeschön. Alles Gute, ja? Alles Gute. Vielen Dank für das Interview. Danke.